Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Vieles von dem, was Christa Mewes vor Jahrzehnten voraussagte, wovor sie gewarnt hatte, ist mittlerweile eingetreten. Immer mehr Ehen und Familien zerbrechen. Der gesellschaftliche Mainstream habe im Laufe der letzten Jahrzehnte christliche Werte systematisch abgewertet, meint die 82-jährige Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Beim Kongresstreffpunkt Weltkirche, den das Hilfswerk Kirche in Not veranstaltet hat, sprach die Bestsellerautorin zum Thema SOS, die Familie retten heißt Europa bewahren. Vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und möchte zunächst einen großen Dank und ein Kompliment aussprechen an Kirche in Not. Ich durfte beim ersten großen Kongress hier in Augsburg dabei sein, als Berichterstatter für die Tagespost und auch beim zweiten. Und das waren wirklich große Glaubensfeste und schon jetzt zeigt die Teilnehmerzahl, obwohl wir erst am Beginn dieses großen Kongresses stehen, dass das wieder ein großes Glaubensfest wird. Dazu gratuliere ich, ein großes Kompliment und vielen Dank. Vielen Dank. Tatsächlich, das Thema Familie ist ein Kernthema in einer katholischen Tageszeitung wie der Tagespost und deswegen waren wir gerne bereit, als Mitveranstalter hier aufzutreten. Aber genug der Vorreden. Ich möchte jetzt die erste Referentin vorstellen, obwohl man sie in diesem Kreis wahrscheinlich gar nicht vorstellen muss. Christa Mewes war von Anfang an Der Applaus zeigt wirklich, wer in diesem Kreis hier populär ist. Christa Mewes war von Anfang an eine Warnerin, Mahnerin. Vieles von dem, was sie vor Jahrzehnten voraussagte, ist mittlerweile eingetreten. Vieles, vor dem sie warnte, hat sich leider mittlerweile bewahrheitet. Und sie kämpft weiter und sie steht weiter ganz an der Spitze derer, die für die Familie kämpfen, sie nicht nur verteidigen, das wäre zu defensiv, denn ihr Naturell, das habe ich längst festgestellt, ist die Offensive. Sie will helfen, Wegweisung geben, sie hilft als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin vielen Einzelnen, Betroffenen und sie hilft als Bestsellerautorin Millionen von Menschen. Ihre Bücher haben Millionen Auflagen und ich habe erfahren, dass es sogar einzelne Bücher gibt, die ins Chinesische übersetzt wurden. Herzlich willkommen, Christa Mewes. Sie haben das Wort. Dann nehmen wir die Karin das Manuskript weg. Na, sowas. Hochverehrte Geistlichkeit, liebe Freunde aus Kirche in Not, meine Damen und Herren. Im 9. Kapitel der Offenbarung des Johannes heißt es, und der Schacht des Abgrunds wurde geöffnet. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf, wie aus einem großen Ofen. Aus dem Schacht kamen Heuschrecken über die Erde und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione haben. Es wurde ihnen gesagt, sie sollten dem Gras auf der Erde, den grünen Pflanzen und den Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf ihrer Stirn haben. Es wurde ihnen befohlen, die Menschen nicht zu töten, sondern zu quälen. Und der Schmerz, den sie zufügen, ist so stark, wie wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. Liebe Freunde, in diesem unser Land verfinsternden Rauch leben wir. Dieser zerfressenden Szene sind im Besonderen unsere Familien seit fast 40 Jahren ausgesetzt. Denn seit dieser Zeit versucht ein losgelassener Heuschreckenschwarm von Ideologen unsere Familie sowie die Strukturen unserer Gesellschaft und damit unsere Zukunft aufzuweichen, ja in unverblümter Aussage sogar die Familie als scheinbar veraltet ganz abzuschaffen und sie für die Kinder vom Lebensanfang an
durch staatliche Betreuung zu ersetzen. Das ist Plan, meine lieben Freunde. Diese Heuschrecken fielen rauschend über die Familie her, zerstachen und zersetzten sie, brachten die schändlichsten Quälereien zustande und schafften es in der Tat, dass mittlerweile ungezählten Familien daran zerbrochen oder gar bereits ausgestorben sind, weil keine Nachkommen mehr nachwachsen. Ich brauche Ihnen das im Einzelnen nicht aufzuzählen. Sie sind jedem, der Augen und Ohren im Kopf hat, sichtbar. Der riesige Scheidungsboom. In unseren Großstädten sind bereits 50% der Ehepaare davon betroffen. Meist durch das Unzufriedenwerden der Ehefrauen mit ihren Männern. Der ewige Zank der Paare miteinander. Der Schwund der Eheschließungen durch das flüchtige Zusammenleben ohne Trauschein. Das Stechen der Trennungsschmerzen, wenn beide auseinandergehen. Das Zusammenwürfeln von Kindern aus Scheidungsfamilien in sogenannten Patchwork-Familien, in denen nur selten der dann doch erhoffte Friede einkehrt. Die von der Erziehung auch so überforderten Alleinerziehenden, weil einer der Partner aus der Familie ausbrach. Die unendlichen Zerwürfnisse zwischen Jugendlichen mit ihren Eltern oder auch der heute 40- bis 60-Jährigen mit ihren nun so alt und hilfsbedürftig werdenden Eltern, oft mit totaler Abkehr voneinander, unter gegenseitigen Schuldzuweisungen. Was für ein Elend. In der Tat, die Heuschrecken verursachen furchtbare seelische Schmerzen, wie von stechenden Insekten, sodass das elende Auseinanderdriften und sich gegenseitige seelisch Verletzen hierzulande in einem schrecklichen Ausmaß unser Leben beherrscht. Erwachsene Töchter schreiben ihren bedürftig werdenden Witwenmüttern kaltherzig Abschiedsbriefe wie Kündigungsschreiben an einen ungeliebten Wohnungsbesitzer. Das habe ich gerade in der Praxis erlebt. Junge Mütter geben ihre kleinen Kinder weg oder töten sie gar in abgrundtiefer Verzweiflung, wie wir kürzlich in einigen spektakulären Fällen alle mit Entsetzen haben zur Kenntnis nehmen müssen. Und wie fundamental schadet Kindern das Zerbrechen ihres Nestes und das Pendeln zwischen den sich nach der Scheidung um sie und die Finanzen weiter zankenden Eltern. Wie quälend ist es, das eine Kindheit lang durchstehen zu müssen. Wie mindert es ihre Leistungsfähigkeit? Wie bahnt das chronisch depressive Charakterstrukturen vor? Und wie voll Reue sind oft die Leiden der jungen Frauen, die nicht selten von ihren eigenen Familien zur Abtreibung ihres Kindes genötigt wurden. So bitter viele sind das. 8 Millionen in Gesamtdeutschland. Seit 1976, die uns alle fehlen. Es bedarf keiner umständlichen Analysen darüber, wodurch all das viele Unglück letztlich in der Tiefe hervorgerufen worden ist. Einmal mehr in der Geschichte war der Rauch aus dem Abgrund, waren die Heuschreckenschwärme der Familienzerstörung dadurch vorbereitet worden, dass mit unendlich törichtem Hochmut ein Leben ohne Gott als Mainstream so lange verkündet und in unendlichen Wiederholungen vorgemacht worden war, bis Millionen von Menschen, ohne zu wissen, wie ihnen geschah, in diese Falle gingen. Man meinte, Gott im Wohlstand nicht mehr nötig zu haben. Zumal er von den Protagonisten kühn Land auf Land ab als eine veraltete Masche diffamiert und nach allen Regeln journalistischer Kunst lächerlich gemacht wurde. Aber, meine lieben Freunde, ohne Glauben lassen sich die Leiden der Menschen, die Menschen einander zufügen, selbst von den besten Therapeuten nicht einmal lindern, geschweige denn heilen. Denn wir Christen können uns in dieser Situation Lauheit nicht mehr leisten. Nicht können wir das allein von den Politikern erwarten, eine Wende. Wir die Christen in unserem Land, wir sind gefragt. Was kann das heißen? Was müssten wir tun? Vorab, Gebet.
und dann nicht mehr vergessen, was auf dem Spiel steht. Nehmen Sie die Forschungsergebnisse ernst. Von den verheerenden Zahlen der Weltgesundheitsorganisation über die epidemisch gewordenen Depressionen bis zum Geburtenschwund mit 1,3 Kind pro Familie können wir keine Zukunft in Europa haben. Bemühen Sie sich um Zusammenhalt und um Frieden in Ihren Familien. Zusammenhalten um der Kinder, um Gottes Willen und damit für die Zukunft aller. Denn die Familie ist doch eine Vorgabe Gottes. Sie ist der Garant unserer Gedeihlichkeit als Menschheit. Wenn wir zulassen, dass sie zerstört wird, zerstören wir unser aller Zukunft. Wir brauchen eine christliche Kulturrevolution. Aber die kriegen wir nicht zustande. Ja, wir verpassen in bedrohlicher Weise unsere letzte Chance, wenn wir uns in die Ecke setzen und meinen, ich als kleiner Marschierer kann ja doch eh nichts tun. Von unserer Erkenntnis der Notwendigkeit unseres persönlichen Einsatzes für Gottes Ziele mit seiner Schöpfung hängt es aber ab, ob Gott sein Experiment Erde noch weiter laufen lässt. Der direkte Einsatz für die Familie durch unsere Treue für sie ist dabei von außerordentlich großem Wert. Aber unsere neue, die friedliche, die christliche Kulturrevolution darf sich nicht allein auf die Personen beschränken, die zurzeit etwas mit Kindererziehung zu tun haben. Wir alle sind Mitglieder von Familie. Wir alle sind gefragt. Wir alle können jetzt nicht schläfrig sitzen bleiben. Jeder muss sich mit vor den Karren spannen. Denn es geht eben um uns alle und wir alle sind gefragt, als Lehrer, als Erzieher, als Großeltern, als Ausbilder, als Geistliche, als Angehörige eines Clans, als erwachsene Kinder, alte Eltern, als Mütter und Väter, als Paten, aber sogar als Single und gewiss erst recht als Verantwortliche in der Politik, der Wirtschaft und der Medien. Ja, natürlich auch dieses, gerade Sie. Aber viele dort haben sich einer Ideologie der Gleichheit und des Neides festgefahren. Sie laufen blind einem Mainstream des Selbstmachens ohne Gott hinterher. Aber wir können auf ein Aufwachen hoffen. Hier im Mozartsaal, der beste aller Sender, Phoenix, ist ja bereits hier. Mit Eifer wollen wir ihm unsere Beweise aus Erfahrung und Wissenschaft durch unser Vorleben in der Familie aufzeigen und das Wissen vermitteln, dass sich ein Leben in gesunden, natürlich lebenden Familien mit einem gesunden, vernünftigen Christentum des Alltags bewährt hat, zu unserem Glück, für unsere Zukunft. Denken Sie, statistisch ist bereits erwiesen, dass Menschen aus gläubigen Familien gesünder sind und sogar länger leben als andere im statistischen Mittel, meine Damen und Herren. So klug Amerikaner hat es schon gegeben, die das in Studien festgestellt haben. Also aufstehen! Hört diese Internationale von den Christen im christlichen Abendland. Wie aufstehen? Sich zusammenschließen, zum Beispiel wie hier in Augsburg, mitmachen, aktiv bei Kirche in Not. Eine wundervolle Möglichkeit für jeden mitzumachen. In unserem Verein, heute Abend werde ich ihn ausführlich darstellen, Verantwortung für die Familie, im Netzwerk, das wir gegründet haben, unter dem Namen Familie ist Zukunft. Mitmachen also. Wir haben das alles längst parat. Programme, Manifeste, Memoranden, die wir verteilen, die Sie mitverbreiten können. Auf einem kleinen Zettel können Sie zu Hunderten jetzt da draußen sehen, wie es möglich ist, christlich Kinder so zu erziehen, dass sie gesunde, liebevolle Erwachsene werden. Verteilen Sie mit. Wir haben schon fast Millionen davon verteilt und sind deswegen ja Gott sei Dank noch nicht alle kaputt. Wir müssen es jetzt mit einem tollen Ruck durchziehen, ohne Furcht vor Schmähung, die dann ja losbricht
Im Pater Werenfried ist da nichts erspart worden, das brauchen wir gar nicht zu denken. Denn wir sind doch das Volk, wir die Urbewohner dieses Landes, wir Christen, meine Damen und Herren. Wir müssen mit Leidenschaft neu das Glück der Jungen wollen, statt die Zerstörung ihrer Zukunft. Denn ist die Zahl der nach Rasenmähermanier zur Gleichheit gestutzten und die Verarmung, in der wir schon begriffen sind, groß genug, so wird der Schwenk in eine atheistische, sozialistische Einheitsgesellschaft à la Sowjetunion unausweichlich. Unsere jüngsten Landtagwahlen haben bereits bewiesen, wie groß diese Gefahr bereits unmittelbar vor unserer Tür steht. Als Rauch aus dem Abgrund. Wollen wir das? Wirklich? Es gibt mittlerweile ja schon Familien in unseren Ländern, die die Gefahr erkennen. Klarsichtige Eltern sind bereits dabei, sich in ihrem Alltag dieser Situation entsprechend zu verhalten. Sie machen neu ernst mit ihrem Glauben. Sie kehren sich ab von einem lauen und verweltlichen Modernismus, der ja auch in die Kirchen eingedrungen ist. Sie versuchen in ihrem Alltag verantwortungsbewusst zu leben. Sie nehmen die 10 Gebote wieder ernst. Sie kümmern sich mehr um ihre Kinder durch pflegliche Umgangsformen, durch Mitmenschlichkeit, gezielte Medienauswahl und Freizeitgestaltung. Das sind die Familien, in denen die Einsicht wächst, dass wir in den letzten Jahren falschen Göttern nachgerannt sind, dem Egoismus, dem Wuchern von Antrieben, die doch letztlich die Basis des Menschenlebens ausmachen sollen, aber nicht sein Wesen, wie zum Beispiel die Sexualität. Dass wir atheistischen Ideologien auf den von Gott entleerten Thron gehoben haben, den kapitalistischen und den dialektischen Materialismus, dass wir in einer beschämenden Weise vom liberalistischen Sozialismus ohne Gott seit 1968 unser Leben, unsere Medien, unsere Institutionen haben unterwandern lassen. Dazu gehört die Einsicht, dass jetzt bereits die Armut wächst, weil das Konzept falsch ist, weil wir die Selbstmacher der Zukunft ohne Gott nicht sein können. Denn die atheistische Ideologie der Angleichung aller an alle entspricht nicht dem Wesen des Menschen. Jeder Einzelne ist doch anders als der andere. Keinen von ihnen gibt es unter den Milliarden Menschen noch ein einziges Mal. Der DNS-Code beweist es uns. Jeder ist handverlesen vom Schöpfer selbst mit einer Hoffnung von ihm an jeden Einzelnen auf ein Leben in Liebe. Und damit sich das realisieren kann, ist von ihm, von Gott, die Familie eingesetzt, weil die Liebe dort gelernt werden kann. Wir müssen es den Eingelullten nachhaltig vermitteln. Die atheistische Weltsicht ist gescheitert. Sie hat an den Abgrund geführt mit Heuschreckenschwärmen von Leid und Elend. Das Christentum hat stattdessen seine realistische Wahrheit bewiesen. Und das können wir umso mehr belegen, je mehr sich zeigt, dass es neuerdings sogar im Einklang steht mit den modernen Neurowissenschaften. So hat zum Beispiel die amerikanische Hirn- und Hormonforschung herausgefunden, dass die Ausgestaltung des Gehirns davon abhängig ist, ob in der Zeit der Hirnentfaltung, und das sind die ersten 3 Lebensjahre des Homo sapiens, das Baby viel hautnahe verbale und musikalische Anregung erfährt, vor allem durch die nahen Menschen seines Umfelds, vorab zunächst sehr direkt so programmiert die leibliche Mutter. Am Anfang unseres Lebens, während der Phase der Ausgestaltung des Gehirns, kommt es nicht auf intellektuelle Dressur, sondern auf Anerkennung dieses Menschenwesens, auf Zustimmung zu ihm an. Liebe kann das bewirken. Optimal die mütterliche, durch Hingabe, durch Ansprache, durch Zuwendung, eben gerade
von jenem Du, das das Kind bereits kennt, wenn es geboren wird, von dem es Geborgenheit erwartet und das sein Überleben garantiert. Ja, die Forschung belegt, auf Liebe des Menschen sind wir alle bereits angelegt. Auf genau dieses Gefühl, das der Höchstwert des Christentums ist. Auch das ist alles, so können wir es heute wissenschaftlich nachweisen, hormonell programmiert. Die Mutter und das Neugeborene werden durch ein Hormon, durch Oxytocin miteinander vernietet, ein Glückshormon, um diese Bindung zu garantieren, ohne die der Mensch nicht zum Menschen wird. Und niemand als die Mutter, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen den Schmerz antun, meine Herren, niemals als die Mutter hat die Milch die beste aller Nahrungsformen für dieses neugeborene Kind. Das ist von größter Wichtigkeit. Die in der Familie liebevoll und natürlich gepflegten Kinder, die sind es, die im Erwachsenen selbst liebevoll und seelisch stabil sind. Stimmigkeit auch hier. Das Gehirn, dieses göttliche Werk in unserem Kopf, kann sich durch Lieblosigkeit, durch Unnatürlichkeit oder Vernachlässigung, aber auch jetzt hier in einer schrecklichen, fundamentalen Weise, in der Phase, in der das Gehirn entsteht, aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Unter Umständen für das ganze spätere Leben, das ist das, was wir als Psychotherapeuten, ich habe fast 50 Jahre täglich Praxis gemacht, sehen können, dass wir vorbeugen müssen, statt nachher die alten Bäume nicht mehr heil zu kriegen. Deshalb sind bereits 20% der Fünfjährigen in unserer Republik behandlungsbedürftig. Deshalb können die Schulkinder nicht mehr stillsitzen und werden gedoppt mit Tonnen von Ritalin, einer Droge. Deshalb die vielen Loser, unter denen unser Sozial- und Gesundheitssystem zusammenzubrechen droht. Liebe Freunde, was meinen Sie denn, warum uns Gott, die Mutter, in Gestalt der Maria so eindringlich vor Augen gestellt hat, dass es keine Gestalt in der abendländischen Kunst gibt, die so häufig gemalt worden ist wie sie? Wie sollen wir in dieser unserer Zeit ohne die heilige Mutter Maria auskommen, meine Damen und Herren? Und da kommt ein entsetzlich törichter Geist der Moderne daher und versucht allen Frauen einzublasen, dass nichts dümmer und nichts lächerlicheres ist, als zu einer Mutter zu werden. Ein böser Geist ist das, der die jungen Frauen dazu bringt, das dann auch wirklich zu lassen. Durch Verhütung, durch Abtreibung, durch Karriere, Wut, es zu lassen. Das muss in die Köpfe aller. Dass man jetzt schon seit 40 Jahren die Mütter abzuschaffen sucht, und zwar ziemlich erfolgreich. Die wichtigste Person von unser aller Überleben und damit der wichtigste, der wertvollste, der unaufgebbarste Beruf aller Berufe. Das ist doch geradezu hirnrissig. Einen Beruf, der die Liebe auszugießen vermag über Kinder und Ehemann. Und wenn sie mir erstmal einen Topf Suppe hinstellt, wenn er gestresst nach Hause kommt, dass er weiß, sie liebt mich, sie denkt an mich, diese meine Frau. Die Liebe ausgießen mag über Kinder und Mann, jene Liebe, ohne die der Mensch niemals je menschlich und es recht nicht kultiviert leben kann. Denn der Mensch ist darauf von Gott programmiert. Gerade die Hirn- und Hormonforschung können uns das belegen. Er hat uns das außerdem durch Christus ins Stammbuch geschrieben.
Und deshalb ist Christus selbst mit seiner beispiellosen Liebe in der Tat der Weg für die Menschen, die Wahrheit für sie, die Menschheit und ihr Leben für die Zukunft. In höchster Gefahr ist dies unser Auftrag als Christen, dies jetzt hineinzurufen in unser Land. Wenn wir diese Einsicht zu unserer Richtschnur machen, wird klar, dass wir von der Tiefe her alle, jeder bei uns, selbst neu anfangen müssen. Was müssen wir uns dazu vornehmen? Nun, Priorität muss die neue Bemühung um einen viel besseren Schutz der Familie haben. Zusammenhaltende Familien überleben besser in Krisenzeiten als Singles, hat jüngst sogar FAZ-Herausgeber Schirmacher mit einem historischen Beispiel belegt. Auch Großeltern haben bisher unendlich gute Kleinarbeit geleistet, um Enkeln durch ihre Liebe zu einem gesunden Glaubensleben und zu seelischer Gesundheit zu verhelfen. Das muss in direktem Widerstand gegen den Zeitgeist reanimiert werden. Wir brauchen neue Großväter. Und wir müssen einen zentralen Schwerpunkt auf die Renaissance der Mütter setzen. Mutter als Beruf heißt deshalb unser Programm. Ich werde es heute Abend ausführlich vorstellen. Die Hirnforschung belegt ja, umso fülliger entwickelt sich in den ersten 3 Lebensjahren ein Gehirn, dem durch Liebe und natürliche Pflege eine solche Synapsenfülle der Verbindung Milliarden von Synapsen zuteil wird, dass intellektuelle Leistungsfähigkeit und Durchhaltefähigkeit durch die Liebe entsteht, nicht durch irgendwelchen aufgesetzten Bildungsprogrammen.